Musikschule. Du nimmst es mir doch nicht übel, wenn wir unseren Ausflug verschieben. Natürlich nicht. Gut, ich muss dann wieder zurück ins Büro. Nimmst du nicht noch einen Tee mit uns? Ich muss wirklich weg, tut mir leid. Schade. Ach, Mike! Ja? Ich hab ganz vergessen. Wenn du Tom siehst, sag ihm, ich habe neue Noten für Becky, ja? Werde ich ihm ausrichten. Über die Geschenke wird sich Dad echt freuen. Übrigens, Mathe lief wie geschmiert. Siehst du, du kannst es. Ich hab's gewusst. Und mein Make-up hat Rose und Dad total beeindruckt. Zeig mal. Warte. Darf ich? Klar. Manchmal ist weniger mehr, weißt du. Okay, merke ich mir. So. Hast du eigentlich auch Geschwister? Nein, leider nicht. Dabei habe ich mir immer eine große Familie gewünscht. Mit einer Schwester, so wie du. Tom hat offenbar recht. Der Fehler liegt an der Rumpfkonstruktion. Der Schiffsrumpf ist für schwächere Motortypen gebaut worden. Das glaube ich ja einfach nicht. Ich habe einen provisorischen Keil untergelegt, der dem Schiff mehr Auftrieb gibt. Und schon fegt es wie geschmiert übers Meer. Ich sage dem Auftraggeber Bescheid, wenn er zustimmt, werden wir allen Booten neue Keile in den Rumpf einarbeiten. Und dann noch die schnelle Motor nachrüsten. Hast du mit Mike schon gesprochen? Dad, wir kommen finanziell auch ohne ihn zurecht. Gut. Wir wollten noch Montag zurück nach Harvard. Kumpel, ich glaube, wir gehen schon mal. Wir sehen uns später. Ich kann jetzt hier nicht wechseln. Ich kann meinen Vater damit unmöglich allein lassen. Ist das der einzige Grund? Was ist los? Seit 2 Tagen weichst du mir aus. Und das hat nichts mit der Werft zu tun, sondern mit Virginia. Ich kann doch verstehen, dass dir das nahe geht. Und ich will dich auch überhaupt nicht davon abhalten, deinem Vater zu helfen, solange zwischen uns alles stimmt, Tom. Und du mich liebst. Das tue ich, Sam. Ich bin sehr froh, dass Sie mir helfen. Das mache ich gern. Es ist zwar noch 2 Tage hin bis zu Rogers Geburtstag, aber ich kenne das schon. Wenn man die Arbeit bis zum Schluss aufschiebt, dann wächst sie einem ganz leicht über den Kopf. Und dann noch dieser wunderbare Garten. Das beweist so viel Hingabe und Können und Geschmack. Wissen Sie, mein Mann war Landschaftsarchitekt und ich bin ihm sehr oft zur Hand gegangen. Er hat immer gesagt, ich sei seine Muse. Es ist sicher nicht leicht für Sie. Mein Mann ist jetzt schon seit 4 Jahren tot. Und ich denke voller Liebe an ihn zurück. Vergessen werde ich ihn nie. Ich glaube, Gott lädt einem nie mehr auf, als man tragen kann. Und außerdem sind leidvolle Erfahrungen manchmal sehr hilfreich im Leben. Ich bin sehr froh, dass wir uns getroffen haben. Ich auch. Oh je, schon 3:30. Ich muss los. Kommen Sie allein zurecht? Ah ja, laufen Sie. Danke. Ja, sie waren schon immer ein schönes Paar. Meine Schwester und ihr Verlobter. Insbesondere bevor Virginia im Rollstuhl saß. Naja, eigentlich wollte ich sie abholen, aber seit neuestem hat sie ja ständige Begleitung. Mich gebeten, euch abzuholen. Virginia, darf ich dir Samantha Gordon vorstellen? Hallo, ich habe schon viel von Ihnen gehört, Sam. Freut mich. Hat Tom all unsere Geheimnisse ausgeplaudert? Nein, aber Becky schwärmt unentwegt von Ihnen. Was ist? Fahren wir jetzt alle ein Eis essen? Es tut mir leid, aber Roger und Rose erwarten uns. Meine Mutter holt mich gleich ab.
Bis bald. Und vielen Dank. Es hat höllisch Spaß gemacht. Machen wir bald wieder, ja? Bald. Wir sollten Dad nicht warten lassen. Ihr wisst doch, wenn sein Essen lauwarm auf den Tisch kommt, explodiert er. Das Essen war ausgezeichnet, Rose. Bitte entschuldigt mich. Ich habe noch zu tun. Unsere Mathelehrerin wird heiraten. Echt ein Wunder. So wie die sich zurechtmacht. Die müsstest du mal sehen, Sam. Die Frisur von der stammt aus dem vorletzten Jahrtausend. Sam, du hörst mir ja überhaupt nicht zu. Entschuldige, Becky. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Oh, die gehören deinem Vater. Und ich dachte, er hat das Rauchen aufgegeben. Verrate ihm bloß nicht, Tom. Er möchte doch so gerne vor Becky ein gutes Vorbild sein. Versprochen. Tom, ich möchte nicht aufdringlich sein. Aber ich kenne dich, seit du ein Kind bist. Und ich habe dich ins Herz geschlossen, wie einen eigenen Sohn. Und ich weiß, dass du dich für Virginias Unfall verantwortlich fühlst. Und dass du etwas gut machen möchtest. Aber liebst du Virginia auch? Ich fühle mich hier sehr verbunden. Schließlich standen wir uns mal sehr nah. Tom, ich rede von Liebe, Tom. Von Leidenschaft. Die einzige Frau, die ich aus tiefstem Herzen liebe und begehre, ist Sam. Rose. Na, dann verhalte dich auch danach. Nicht wie ein Ritter aus dem 15. Jahrhundert, der irgendeinem altertümlichen Ehrenkodex anhängt. Damit machst du alle beide unglücklich. Virginia und Sam. Und dich auch. Mike weiß auch nicht, wo Tom ist. Sam, er wird schon kommen. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein, Tom, einfach die ganze Nacht fortzubleiben, ohne uns Bescheid zu sagen? Dad, bitte. Tom, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich weiß. Ich mache dir einen Tee und was zu essen. Danke. Wo warst du? Ich war am Strand, ich habe nachgedacht. Über die Werft. Über Dad und all das. Du willst nicht zurück in die Staaten, oder? Du willst hier bleiben. Ich weiß es nicht, Sam. Du bist so weit weg. Möchte sie sprechen. Danke, Jane. Hallo. Entschuldige, dass ich schon wieder störe. Sam, ich mag dich und du störst mich nie, okay? Tom trifft sich gerade mit Virginia. Er transportiert ein paar Sachen für sie. Er sagt, es sei ein Freundschaftsdienst, nichts weiter. Tom und Virginia sind alte Freunde. Das ist doch selbstverständlich, dass er ihr mal hilft. Mike, ich fühle mich so dumm. Ich war noch nie eifersüchtig und ich hatte auch noch nie Grund dazu. Soll ich dir was gestehen, Sam? Ich bin auch eifersüchtig. Ich habe heute Nachmittag frei. Hast du Lust auf einen Segeltan? Ja. Ja.
Das war's. Lass uns zum Meer fahren. Zum Hafen, ja? Gern. Hallo, Mr. Bright. Ja, natürlich halten wir den Termin. Alles in bester Ordnung. Morgen Nachmittag in Ihrem Büro. Im Studio, ja. Bis dann. Das ist ja der Hafenmeister. Ich muss mal kurz was klären. Hier, geh schon mal voraus. Ich weiß ja, wo das Boot liegt. Ahoi, Captain. Ich muss auch daran denken, wie wir früher zusammen segeln waren. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Ich hätte dir niemals das Boot überlassen dürfen. Virginia, warum hast du das gemacht? Warum bist du bei Sturm aufs offene Meer rausgefahren? Ich war verzweifelt. Wir waren immer zusammen. Du, Mike und ich. Und plötzlich... Alles in Ordnung? Ja. Na, Virginia? Hallo, Tom. Hallo. Warte, ich nehme dir das ab. Danke. War's schön? Ja. Trinkst du noch einen Tee mit uns? Ja, gern. Tom, sei mir nicht böse, aber ich bin etwas müde. Ja, ist schon okay. Ich hoffe, unser Ausflug war nicht zu anstrengend für dich. Nein, es war sehr schön. Du kommst doch zu Dads Geburtstag, oder? Ja, sicher. Sie und Matthew sind natürlich auch herzlich eingeladen. Danke, Tom. Bis dann. Ich glaube, ich hätte damals nicht so hart reagieren dürfen. Jeden Kontakt zu Toms Familie abzubrechen, das war wohl falsch. Aber ich war damals so verzweifelt, als du plötzlich nach dem Unfall... Ich möchte noch ein bisschen alleine sein, bevor Mike kommt. Mike hat übrigens heute angerufen und abgesagt für heute Abend. Warum? Keine Ahnung. Irgendeine wichtige Konferenz, die spontan einberufen wurde. Ehrlich gesagt, er klang ein bisschen verwirrt. Naja, werde ich seinen Steak eben einfrieren. Matthew, was hast du? Du musst mir helfen. Du musst singen. Du hast getrunken. Es geht um Leben und Tod. Um mein Leben und deine Wiederauferstehung. Virginia. Bitte hilf mir. Hm? Hilf uns. Steh auf. Hier. Schau. Das ist unser Ticket für die Fähre. Du musst heute noch aufs Festland. Donald Bright, der große Plattenproduzent. Erwarte dich. Du musst singen. Einfach nur singen. Du spinnst! Bitte. Virginia. Denk an
unsere wundervolle Zeit. An all die Erfolge. Es steht eine große Zukunft bevor. Hör auf, du bist verrückt. Sieh mich an, schau her. Ich sitze im Rollstuhl. Und meine Stimme? Sie ist weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Wenn Sie Mike suchen, den finden Sie im Pub. Ha, danke. Bitte. Mike. Wirklich? Ich weiß nicht. Wo ist Sam? Hey, hier wird sich nicht geprügelt. Raus mit euch. Haut ab. Na komm schon. Vorwärts. Mike, Mike, was ist los? Was los ist? Erst brichst du Virginia das Herz und jetzt Sam. Ich fühle mich verantwortlich für Virginias Schicksal. Verstehst du das nicht? Aber du hilfst dir doch nicht, indem du Sam auch noch unglücklich machst. Wo ist sie? Wo ist Sam? Ich weiß es nicht. Rose. Gut, Sam ist gerade nach Hause gekommen. Ich bin sofort da. Ich muss zu ihr, Mike. Gesucht. Wollte allein sein. Nachdenken, das verstehst du doch. Ja, natürlich. Hast du mir nichts zu sagen? Ich hab dich mit Virginia gesehen, Tom. Von wegen, die Vergangenheit ist vorbei. Du hast mich wieder mal überrascht. Aber diesmal spiele ich nicht mit. Du wirst dich zwischen Virginia und mir entscheiden müssen. Virginia nicht im Stich lassen. Nicht nochmal.
Schwesterchen, Schwesterchen. Warum tust du mir das an? Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin ich hier richtig bei Miss Virginia Brody? Darf ich fragen, wer Sie sind? Donald Bright. Ich bin Virginias Musikproduzent. Oh, Mr. Bright, kommen Sie doch rein. Virginia ist im Garten. Ich gehe mal voraus. Schatz, Besuch für dich. Mr. Bright. Ich hole mal eben den Tee. Verehrteste Virginia. Sie haben einen Termin heute Nachmittag um 16 Uhr bei mir im Studio. Ich habe die Hälfte der vertraglich vereinbarten Summe bereits überwiesen. Werden Sie mir jetzt ja nicht vertragsbrüchig? Davon weiß ich nichts. Wer hat diesen Termin für mich vereinbart? Ihr Bruder und Manager. Allerdings hat er mir nicht gesagt, dass Sie... Oh mein Gott. Er hat mir verschwiegen, in welcher Verfassung Sie sind. Matthew hat Ihnen nicht gesagt, dass ich im Rollstuhl sitze und nicht mehr singen kann seit meinem Unfall? Und hat trotzdem Geld von Ihnen kassiert. Jetzt wird mir vieles klar. Bitte nehmen Sie doch Platz. Oh nein, danke. Ich muss schon wieder los. Ich habe noch einige wichtige Dinge zu erledigen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Virginia? Ich muss Matthew sprechen. Er muss sofort kommen. Mr. Bright! Wie konntest du hinter meinem Rücken Verträge abschließen und Geld kassieren? Du hast mich benutzt für deine egoistischen Zwecke. Ach ja? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie teuer die Klinik war, in der du monatelang gelegen hast? All die wunderbaren Behandlungen. Hör auf! Kannst du mir das vorwerfen? Außerdem hat Mom alles bezahlt. Sie hat sogar unser Haus verpfändet. Ja, und meinen Erbteil gleich mit. Ich hätte dasselbe für dich getan. Es tut mir leid. Du hast jahrelang von mir und meinen Erfolgen gelebt. Du warst mein Partner, ich habe dir vertraut. Und dafür hast du mich belogen und betrogen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Man hat immer eine Wahl. Und auch du hast dich entschieden. Virginia, du musst verstehen. Hör auf, du bist widerlich. Geh mir aus den Augen. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist aber lieb. Alles Gute. Vielen Dank. Komm, wir trinken ein Gläschen zusammen. Eigentlich wollte ich zu Tom. Er ist aufs Festland gefahren, dem Auftraggeber die Pläne zu zeigen. Und morgen fangen wir mit den Umbauten an. Zur Feier ist er bestimmt wieder zurück. Ja, dann sehen wir uns, ja. Ich muss mich ein bisschen beeilen, aber das mit dem Gläschen holen wir nach. Alles Gute. Bis bald. Stimmt da was nicht zwischen Sam und Tom? Weiß der Himmel. Hoffentlich kommt alles wieder ins Lot. Sam ist nämlich die perfekte Frau für meinen Tom. Komm, jetzt trinken wir ein Gläschen. Schön, schön. Und der Junior soll das Prachtstück als Erster ausführen, ja? Ja, denn Tom ist ein hervorragender Ingenieur. Ja. Und wann soll die Testfahrt stattfinden? Wenn nichts mehr dazwischen kommt, könnte schon Montag soweit sein. Ach, Mensch, ist ja alles neu hier. Ja, alles neu. Pass auf, dass es nicht reißt. Ja, gut. Komm. Alle Herzen der Welt für Dad. Ach, klar, unser Dad ist ja schließlich auch der Beste. Ne? Da würde er sich freuen, wenn er das hört. Na komm, ich nehm's dir ab. Tom, sieh nur, Sam, wie schön wir alles dekorieren. Wirklich sehr schön, Becky. Tom, kann ich dich kurz sprechen?
Das ist schlecht, Sam. Die Gäste kommen doch gleich. Bitte. Matthew führt irgendwas im Schilde. Er will sich an dir rächen. Du steigerst dich da in was rein, bitte. Warum schleicht er dir dann hinterher und spioniert deine Arbeit in der Werft aus? Sam, wir leben auf einer Insel, okay? Da interessiert sich jeder für jeden und alle zusammen interessieren sich für Boote. So ist das nun mal. Ach, Tom, wach auf! Mal abgesehen von mir, weißt du eigentlich, was du Mike antust? Was hat das mit Mike zu tun? Er liebt Virginia. Immer schon. Völliger Blödsinn. Was hat er mir erzählt? Ach, bist du etwa der Einzige, der Geheimnisse haben darf? Du bist so borniert und total verrückt in deinem Gerechtigkeitswahn. Wolltest du mich deshalb sprechen? Um mich zu beleidigen? Nein. Ich dachte, wir könnten noch mal über alles reden. Es gibt nichts mehr zu reden, Sam. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich werde mich meiner Verantwortung nicht entziehen. Dann sieh mir in die Augen und sag mir, dass du Virginia liebst. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du mich nicht liebst. Auf dein Wohl. Ah, da ist Tom. 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 Also, ich habe Jamie schon so viel erzählt von deiner reizenden Frau. Ich würde sie gerne mal kennenlernen. Wo ist sie? Sie kommt bestimmt gleich. Ich wollte mir noch eben was zu trinken holen. Kommt ihr mit? Sam, wo bleibst du denn? Wir warten alle auf dich. Ich fühle mich nicht so wohl. Was hast du denn? Ist es wegen Tom? Hattet ihr Streit? Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Ich möchte nämlich, dass ihr euch versteht, Tom und du. Ich hab dich nämlich sehr gern. Ich dich auch. Da ist Virginia! Du kommst doch auch gleich, oder Sam? Ja. Geh schon mal vor. Willkommen, Ruth. Danke für die Einladung, Ruth. Herzlichen Glückwunsch, Roger. Ab jetzt macht ihr euch nicht mehr so. Nein, versprochen. Ganz bestimmt nicht. Tut mir leid, Roger. Alles Liebe zum Geburtstag. Jamie, Paul. Virginia, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Darf ich zu Tisch bitten? Wir kommen gleich nach, ja? Schön, wieder hier zu sein. Darf ich zu Tisch bitten? Ist dir warm genug oder brauchst du noch eine Decke? Alles gut, danke. Kommt Mike nicht auch? Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Ihr habt euch nicht etwa gestritten? Nein, das haben wir nicht. Um die Wahrheit zu sagen, es geht um Sam. Ich werde meine Verlobung mit dir lösen. Aber warum denn? Deinetwegen, Virginia. Paul und Jane, ihr sitzt hier. Dankeschön. Und Jan und Bill?
Ihr dort? Dad, du bekommst natürlich den Ehrenplatz. Dankeschön. Virginia, ich kann nicht wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Aber ich verspreche dir, dass ich dich nicht wieder im Stich lasse. Tom, egal was Matthew oder irgendwer behauptet, du bist nicht schuld an meinem Unfall. Aber du bist doch meinetwegen auf dieses Boot gegangen. Ja, ich war verzweifelt, weil du fortgegangen bist und plötzlich alles verändert schien. Weil ich Angst hatte, Mike alleine zu treffen. Ohne dich. Tom und Sam sitzen hier. Wo bleibt eigentlich Sam? Ich weiß nicht. Wo ist die denn? Ich hole sie. Ruth, du kannst dich dorthin setzen. Danke, bitte. Nein, bitte. Ich glaube, wir dürfen dort sitzen. Sam, wo bleibst du denn? Sam. Die Wahrheit ist, ich liebe Mike. Schon damals. Ich hatte nur nie den Mut, es irgendwem zu sagen. Am allerwenigsten Mike. Ich hatte Angst, dass er sich vielleicht nur aus Mitleid mit mir einlässt. Aber das Telegramm, das du mir nach deinem Unfall geschickt hast... Es tut mir leid. Mir fiel nichts Klügeres ein. Tom, ich kenne dich doch. Ich wollte nicht, dass du alles aufgibst, nur weil du dich für mich verantwortlich fühlst. Gina, ich bin ein solcher Idiot. Manchmal. Und jetzt geh und sag deiner Sam, dass du sie liebst. Das tust du nämlich. Danke. Sam ist fort. Den Brief hat sie dir hinterlassen, Tom. Sie geht zurück in die Staaten. Becky ist verschwunden. Wir haben sie im ganzen Haus gesucht. Sie ist sicher Sam nachgegangen. Die letzte Fähre zum Festland geht in 20 Minuten. Das schaffe ich mit dem Wagen nie. Nimm das Boot. Fang du Sam am Flughafen in Bournemouth ab. Wir suchen Becky. Es ist jetzt vielleicht nicht der rechte Moment. Aber egal, was geschah, du bist niemandem verpflichtet. Auch mir nicht. Nur dir und deinem Glück. Gib auf dich Acht. Virginia! Warte! Ich komm mit! Gottes Willen, was machst du hier? Keine Spur von Becky. Sie kann nicht weit gekommen sein. Ja, wenn sie die Fähre noch nicht bekommen hat, kann sie ja nicht weit sein. Hoffentlich hat sie die Fähre nicht bekommen. Du bist ein solcher Sturschädel, Virginia. Nicht schlimmer als du. Hoffentlich finden wir sie. Das werden wir. So, da wären wir. In Zukunft nicht mehr trampen, versprochen. Ich hab dich gesucht. Bitte geh nicht. Mein Bruder ist manchmal ziemlich kindisch. Aber er liebt dich. Glaub mir. Ich bring dich nach Hause. Rose und dein Vater machen sich sicher schon Sorgen.
Mike hier. Hörst du, du musst sofort die Polizei verständigen. Matthew Brody hat mich gerade angerufen. Er hat Toms Boot manipuliert. Ja, bis gleich. Hast du Angst? Ein bisschen. Was ist das? Ich weiß es nicht, das werde ich schon rausfinden. Oh, ich kann das Boot überlenken. Es geht gar nichts mehr. Mach was! Es reagiert nicht mehr. Halt dich fest! Alles gut. Bestimmt. Samantha Gordon? Ja, Roger. Becky ist bei mir. Wir sind auf dem Weg zu euch. Ein Unfall? Wo denn? Fahren Sie bitte zur Freshwater Bay. Selbstverständlich. Zurückbleiben. Durch, er ist mein Sie Sohn. Können hier nicht Bitte durch. Laura, auch dann nicht. Tut mir Gehen leid, Sie aus dem Weg, Kanzlerin. Ich muss sofort zu meinem Sohn. Das sind meine Freunde. Warte hier, Schatz. Lassen Sie mich Sie durch. Hier nicht durch. Halt, warten Sie. Komm. Tom. Sam, ich liebe dich. Virginia. Virginia! Eigene Schwester. Kommen Sie, Matthew. Du weißt genau, ich könnte dir keinen Haken. Tom ist an allem schuld. Er hat alles zerstört. Wie geht es, Virginia? Sie wird wieder gehen können. Einen Moment. Ist es wahr? Wenn ich es dir sage? Pass auf meine kleine Schwester auf. Versprochen. Geht's dir wirklich gut?
Mach dir mal keine Gedanken. Mein Dickschädel hält einiges aus. Und, hast du schon mit deinem Vater gesprochen? Ich dachte, ich frage erst mal dich. Ich bin einverstanden, das weißt du doch. Gut, dann können wir ja sofort los und das Aufgebot bestellen. Was? Ich dachte, wir reden über die Werft, deine Zukunft. Meine Zukunft ist hier, mit dir. Wenn du einverstanden bist? Ja, ja. Ich habe dir viel zu verdanken. Ohne dich hätten wir die Firma nicht retten können. Es ist dein Engagement, dein Können. Dad, bitte. Fängst du schon wieder damit? Keine Sorge, Tom. Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bist frei. Lebe dein eigenes Leben. Okay, das mache ich. Aber in Absprache mit Sam. Glaubst du, ich werde jemals wieder eine Entscheidung alleine fällen? Gut. Noch was, Dad. Ich werde die Firma übernehmen. Keine Scherze, Tom. Ich meine es ernst. Sam wird ihre Flugschule hier aufmachen. Sie hat bereits mit ihrem Vater gesprochen. Allerdings nur unter einer Bedingung. Mike wird mein neuer Geschäftsführer. Eine gute Wahl. Dann bleibt mir immer noch genug Zeit zum Fliegen und vor allem für Sam. Wo bleibt ihr denn? Es ist höchste Zeit, wir müssen fahren. Rose findet ihre Ohrringe nicht. Die hat sie bei uns zu Hause im Bad liegen lassen. Ich sag ihr Bescheid. Nein, Becky, lass mal, ich hol sie. Rose, das Brautpaar wartet schon auf uns. Ich kann meine Ohrringe nicht finden. Die liegen bei uns im Bad auf der Konsole. Oh je. Aber du siehst auch so wunderschön aus. Becky. Dad, bitte. Ich bin kein Baby mehr. Ich weiß schon längst, dass ihr zusammen seid. Und ich find's gut. Und ich habe aus Rücksicht auf dich... Dad, ich bin fast erwachsen. Und jetzt kommt, sonst wird noch ohne uns geheiratet. Das wäre unverzeihlich.